So, da unten haben wir noch jemanden. Den holen wir uns auch noch. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Hä, gegen das... Bitte was? Hast du mich gerade Pokémon-Kind genannt? Hans? Hans? Hast du mich gerade... Du hast einen Goldini auf 27. Autsch. Alter. Übertreib dein Leben. Ich bin trotzdem noch schneller. Awesome. Wow. Dat Style. Dat Move. Get wrecked. Mehr kann ich da nicht sagen, außer get wrecked. Das ist natürlich... Ja, was willst du da noch sagen? Ganz ehrlich. Bam. In your face, Hans. In your face. Das war spitze. Natürlich. Ich bin spitze. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Warum gehst du denn nicht arbeiten? Sondern sitzt auf deinem komischen, auf deiner komischen Frischhaltetruhe da und angelst. Was ist los? Du hast bestimmt dann noch 4 Quapsels oder so. Quapsel halt, ne? 4 Quapsel. Im Plural. Ja. So, mal gucken. Ne, er hat noch Mushas, aber Mushas hat natürlich so überhaupt keine vorhanden seiende Spezialverteidigung, deswegen dürfte das locker One-Hit sein. So, sehr schön, sehr schön. Das läuft doch. Fällt mir ein, wir könnten ja auch noch einen Rivalenkampf machen. Sollten wir das wagen? Ich weiß halt nicht, wie welches Levelniveau die Pokémon von ihm jetzt haben aktuell. Kann ich überhaupt nichts zu sagen. Level 21 läuft, Mann. Oh, 3 auf dem Spezialangriff drauf. Oh, ist okay. Und Funkensprung. Nice, aber Funkensprung... Ich denke immer drüber nach, ist es jetzt physisch oder ist es speziell, aber... Ultraschall hat nur eine Genauigkeit von 90, okay. Ging irgendwie noch nie daneben bei mir. Wir verlernen einfach mal Tackle. Ist Funkensprung jetzt stärker als Schockwell? Ich hätte mal nachgucken können. Und Zeper. Oh, Zeper ist awesome. Also die ganze Entwicklungsreihe ist so ultra awesome. Ich weiß halt nicht, ob Funkensprung jetzt stärker ist als Schockwell oder nicht. Und wie gesagt, ich denke die ganze Zeit, neue Attacke, also... Pokémon lernt eine neue Attacke. Ist es physisch? Ist es speziell? Ich weiß es nicht. Aber da Elektro ja in dieser Generation sowieso speziell ist, warum denke ich immer drüber nach? Ich bin so vierte Generations verwirrt. Verwöhnt. Nicht verwirrt. Bericht. Vierte Generation ist einfach nach wie vor beste. 60 und 65. Elektro hebt der Gegner paralysieren kann. Angriff mit schnellem Elektroschlag ausweichen nicht möglich. Okay. Das ist ja eigentlich beide ganz coole Attacken, wobei Funkensprung halt noch ein Ticken stärker ist. Hallo, na, Relaxo? Seid ihr Doppelkampf oder seid ihr einfach so ein paar Möchtegerns, die hier rumsitzen? Ich weiß halt nicht, ob ihr Wasser-Pokémon habt. Ich glaube aber nicht, muss ich sagen. Ansonsten lassen wir mal die beiden Neulinge zusammen kämpfen. Dennitz! Falls ich gewinne, mache ich Syra einen Heiratsantrag. Dennitz. Also ich kenne ja Dennis, aber Dennitz? Junges Glück, Syra und Dennitz. Oh, Nidoran männlich und weiblich. Oh, es ist alles so romantisch hier. Gegen Gift-Pokémon haben wir halt sehr wenig in der Hand aktuell. Der Rotenschlag geht auf beide. Irrlicht. Wir können halt nicht wirklich viel machen, außer anbrennen, ne? Und du kannst halt theoretisch Funkensprung auf... Ja. Oh, rechte Hand. Oh!
War das echt gerade schneller als wir? What the fuck? Huh, Hornattacke, au. Ah. Uncool. Mann, uncool. Mach nochmal Irrlicht auf Nidoran. Und nochmal Funkensprung. Wir können ja mal Ultraschall probieren auf Nidoran weiblich. Oh, rechte Hand ist so super. Ich weiß immer noch nicht, was diese Attacke macht. Ehrlich gesagt. So, jetzt haben sie beide einen halbierten Angriff. Ja. Easy peasy, ne? Verbrennung schadet beiden. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann können wir ja mal hier zack und zack. Wieder rechte Hand. Meine Güte. Ja, okay. Ruckzuckieb ist natürlich denkbar scheiße. Aber ist okay. Verbrennung schadet. Das ist supi. Nochmal Ruckzuckieb und halt nochmal Funkensprung. Hätte ja mal Volltreffer sein können, Freak. Freak! Jetzt ist auch noch... Ach, im letzten Angriff muss es natürlich noch vergiftet werden. Ganz ehrlich. Oh Mist, warum konntest du uns nicht gewinnen lassen? Du kannst ja auch einfach so einen Heiratsantrag machen, weißt du? Das muss man nicht von einem Pokémon-Kampf abhängig machen. Das ist Schwachsinn. Das fucking Pokémon-Logic, die einfach nie vorhanden ist. Und ich hasse, dass man Pokémon noch gegengiften muss, obwohl man jetzt sowieso zurückgeht zum Pokémon Center. Es ist sinnlos, dass Pokémon einfach daran dadurch besiegt werden. Nach dem Kampf noch. Es ist doof. Das passiert nur durch Gift. Bei allen anderen Sachen ist es nicht so. Die Musik in Lavendia ist einfach noch die beste. Willkommen im Pokémon Center. Haben wir denn irgendeine Attacke, die wir Vulpix beibringen können, die irgendwie auch eine Ansatzweise gut ist? Und die uns irgendwie auch weiterbringt? Ich befürchte fast nicht. Raub, Anziehung, Erholung, Geheimpower. Na, Geheimpower könnten wir theoretisch. Angriff, der abhängig vom Ort noch einen Zusatzeffekt hat. Brüller können wir ihm beibringen. Wir könnten Geheimpower jetzt einfach mal beibringen. Da hätte es wenigstens erstmal eine Attacke, womit es angreifen kann. Ja, Attacke, ja. Attacke, Attacke, Attacke. Brüller ist eh richtig sinnfrei. Ja. Immer wenn ich Pokémon aufnehme, läuft mir die Nase. Es ist richtig behindert. Also sie läuft nicht, sie ist einfach zu. Komplett, als ob man... da so einen Fropfen reingestopft hat, so einen richtig widerwärtigen. Und draußen schneit es übrigens. Ich würde es euch ja gerne zeigen, aber... Nö. So, wir könnten jetzt natürlich gegen unseren Rivalen Eichel antreten. Aber ich weiß halt nach wie vor nicht, was Eichel hat und was er kann. Und wir haben jetzt auch aktuell... nicht wirklich viel in der Hand gegen... Obwohl, gegen dieser Knospam wird doch schon einiges in der Hand, ne? Hat er überhaupt noch Tauboga jetzt? Ich glaube, in diesem Kampf noch, ja. Oh, was sind denn hier alles für Leute, sag mal. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Fukano, warum hast du mich verlassen? Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Ich bin hier, um zu kämpfen und um Pokémon zu töten. Ich bete für Pepe. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich auch nicht. Ist echt traurig. Das arme Pipi. Kennt ihr diese Pipi-Gengar-Theorie? Ne, Pixie-Gengar-Theorie. Dass du Gengar quasi der Geist und der Schatten eines verstorbenen Pixies ist? Müsst ihr euch mal angucken. Das ist ziemlich interessant, finde ich. Ziemlich nice. So, Herr Rivale Eichel, Hallöchen. Hallo, Blocky. Was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Meinst du, ich kann sie hier gleich bestatten? Sag mal. Eichel. Eichel. Tauboga. Tauboga. Tauboga sollte eigentlich für Eridan kein Problem darstellen.
Ruckzuck Hieb. Au. Ja, noch ein zweites Mal treffen, das passt. Ruckzuck Hieb. Autsch. Yes. Sir. Get paralyzed. Woo. Das ist sehr effektiv. Natürlich ist es sehr effektiv. Level 22 für Erida. Nice. Wieder einiges auf die Initiative drauf. Awesome. Oh, Garados. Oh, Doppelschwäche gegen Elektro, ne? Aber gefährlich, gefährlich. Ah, schon einfach ein Garados. Was ist los? Ich hab gar nicht gewusst, dass du ein Carpador hast, Mann. Wir müssen auf jeden Fall heilen. Heile machen. Um dann mal abzuschätzen, was... Er muss mit Garados irgendwas gegen uns in der Hand haben. Sonst würde er es nicht einsetzen, einfach. Das kommt so random. Vielleicht Fuchtler oder sowas. Au, ach, fuck it. Oh Gott. Das macht so unfassbar viel Schaden. Irgendwas mit guter Verteidigung, ja. Puh, lucky halt, ne? Oh, Fuchtler ist so eine miese Attacke. Ist halt unwahrscheinlich stark. Aber jetzt habe ich halt auch nichts gegen Garados in der Hand. Wow! Unglaublich. Roten Schlag auf Doom! Garados ist jetzt auch schon... Also das ist jetzt ein ganz schönes Monster für... Also... Puh, ne? Ja, gute alte Zitrobeere. Läuft. Dass man 30 KP wieder aufgehauen. Easy. Er kann einfach nur Fuchtler, oder? Er kann nichts anderes einfach. Was ist los mit dir, Mann? Geh sterben. Jetzt ist es auch endlich mal verwirrt, ja. Ach, ist ja ein Traum. Kann ich mich jetzt einmal heilen? Heile machen. Heile. So, was setzt du ein? Erstmal bist du verwirrt, na klar. Mhm, easy. Und erstmal selbst verletzen, das ist gut. Mit deinem Angriff macht das... Au, aua. Biss. Dieser Biss ist einfach so unfassbar schwach. Was ist los? Jetzt kommt er wieder mit Fuchtler, das ist so assi. So, jetzt kommt dieser Knossesbar abzusehen. Aber wir setzen dagegen natürlich Jutlu ein. Ich glaube, es ist die bessere Wahl. Denn Jutlu hat halt gegen Pflanzen und gegen Gift gar keine Schwäche. Und Tauboga reagiert zwar auch nicht gerade schwach, aber Tauboga reagiert auf jeden Fall schwächer als ein Jutlu darauf. Und ich meine, Aeroas, na, macht Aua bei Bisagnos, wie es aussieht. Und ihr seht, Rasierblatt, auch wenn Säure oder irgendwas kommt, ist kein Problem für Jutlu. Deswegen ist halt Bonsai irgendwie, Dingens hier, Tauboga, irgendwie sinnfrei. Es ist irgendwie sinnfrei. Ich möchte es eigentlich gar nicht mehr dabei haben, aber ich muss. Wollen wir jetzt gegen Kadabra? Puh. Also wir können Jutlu nicht lassen, wir können Bonsai nicht einsetzen. Wir könnten theoretisch Eridan einsetzen, bringt uns aber nicht viel, weil es eh schon zu geschwächt ist. Freak bringt uns in dem Fall auch nicht wirklich weiter, weil es keine Attacken hat, die dagegen irgendwie... ankommen. Und gegen Psycho könnten wir theoretisch mit Unlicht vorgehen. Kadabra ist halt schon eine harte Number, glaube ich. Und wir müssen Freak trainieren. Hm. Mal sehen. Rivale Eiche. Wir könnten es ja theoretisch anbrennen, dann wäre schon mal der eine große Gefahr Psykraft. Senkt das unsere Genauigkeit, ne? Ja. Stimmt, da war was. Pokémon. So. Wo kriegen wir den EP-Teiler her? Und wann? Verdammt. Ich glaube, das ist auch wieder von... Oh, komm. Auch wieder von Dings abhängig, ne? Von gefangenen Pokémon. Das war in dieser Edition so ätzend. Hä?
du musst 50.000 verschiedene Pokémon gefangen haben. So viel gibt's zwar nicht, aber nur dann bekommst du dieses wertvolle Item hier. Und Fukano. Tja, gegen Fukano könnten wir schon mal mit Freak antreten. Was könnte es gegen uns haben? Außer natürlich Feuersturm, was Aua machen dürfte, trotz des Feuertyps. Aber ja, stimmt. Da war ja noch der Bedroher. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Geheimpower. Wow, dieser unfassbare Schaden. Okay. Wir sollten doch wieder auswechseln. Wieder auf Lucky. Wir könnten natürlich auch auf Pinna wechseln. Aber Pinna sollten wir nicht mehr trainieren unbedingt. Wegen der Arena nachher. Das Ding ist, ich möchte da halt auch nicht zu OP reingehen. Wir sollten Pinna nicht mehr trainieren und wir sollten Yutlu nicht mehr trainieren. Außer es ist wirklich notwendig und wir müssen es einsetzen. Dann geht es halt nicht anders. Ansonsten sollten wir erstmal unser Vertrauen in Lucky setzen. Soweit es halt möglich ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt als nächstes auch in die Arena und lassen die Route erstmal aus und gucken erstmal. Wie gesagt, ich möchte halt nicht mit so vielen Level... Was wäre denn die Levelgrenze in der Arena? Ist es 25? Oder ist es 29? Ich weiß es offen gesagt nicht. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin einfach so locker angegangen. Warte mal, ich hab die Dörp-Stimme gar nicht gemacht. Ich bin nämlich so locker angegangen und... Mann, du bist eine harte Nuss, Mann. Dankeschön. Wie macht sich dein Pokédex, Nervensäge? Ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Ugilidokili, ne? Läuft ja soweit ganz gut. Läuft vor allem nicht weg. Oi. Wir kommen im Pokémon Center, machen Pokémon fit und überhaupt. Und ich trinke mal nebenbei was, weil ich es kann. Oh ja. So, dann sehen wir mal weiter. Wie gesagt, die nächste Route lassen wir eventuell. Oder ist die Levelgrenze 29? Ich weiß es nicht. So, ich weiß ziemlich sicher, dass du auch einen Vulpix hast, glaube ich. Deswegen setzen wir dagegen einfach auch wieder Lucky ein, oder? Alles andere macht keinen Sinn. Bim. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Weit herumgekommen? Wo warst du denn bisher? Hier, an dieser Route. Okay. So, ein Boden-Pokémon wäre zur Abwechslung nicht verkehrt. Es ist halt echt ein bisschen blöd, dass 6 Pokémon so das Maximum ist. Ist ein bisschen blöd. Muss ich sagen. Die erfinden in diesem Pokémon-Universum alles. Weißt du, ein PC, wo man Pokémon drauf lagern kann, dies, das. Aber kein Gerät, mit dem man von unterwegs aus einen Pokémon aus der Box holen kann und ein anderes dafür reinlegen kann. Es muss ja nicht mitten im Kampf sein, aber so auf der Route. Einfach mal auf das Gerät geklickt quasi, ein Pokémon aus der Box geholt und mit dem gekämpft, wenn du weißt, oder wie ich jetzt bei dem wusste halt, der hat Feuer-Pokémon, Vulpix, Fukano. Hätte ich mir halt mal schnell Uli aus der Box geholt und hätte Lucky dafür kurz weggelagert. Und ja, wäre cooler gewesen als so jetzt hier, ne? Ja, aber kann man nichts machen, kann man nichts machen. Solche Geräte werden nicht erfunden. Die sind zu gut für diese Welt. So, hier kann man lang, hier easy und gegen dich haben wir schon gekämpft. Kein Problem für uns.